Heute für euch die 7 seltsamsten Todesfälle der Welt. Los geht's. Nummer 7. Franz Reichelt war ein österreichischer Schneider und selbsternannter Fallschirmkonstrukteur. Den letzten Titel hätte er lieber abgeben sollen, denn genau das hat ihn sein Leben gekostet. Mit einem seltsamen Umhang sprang er vom Pariser Eiffelturm und starb kurz darauf. Und die Nummer 6. Sagt euch vielleicht der Name Mr. Hands was? Wenn nicht, dann hier eine kleine Geschichte. Kenny Spinion, also der sogenannte Mr. Hands, hatte eine gewisse Vorliebe. Und zwar mochte er Pferde. Allerdings nicht so wie jemand, der zum Beispiel gerne reiten geht, sondern sehr viel mehr. Besser gesagt so sehr, dass er mit diesen Tieren Geschlechtsverkehr wollte. Als er sich eines Tages nun von einem Pferd beglücken lassen hat, starb er kurze Zeit darauf. Und von diesem Akt gibt es sogar noch eine Videoaufnahme. Na klasse. Machen wir lieber schnell weiter mit der Nummer 5. Ihr mögt Suppe? Nach diesem traurigen Vorfall ist das vielleicht nicht mehr der Fall. Ilda Vitor Marciell ist nämlich an einer gestorben. Und das, weil die Schwestern in dem Krankenhaus, in welchem sie lag, hier aus Versehen die Suppe statt der eigentlichen Lösung injiziert haben. Sie starb im Alter von 88 Jahren. Es ist wirklich ironisch, dass eine Frau so alt wird und dann durch eine Suppe stirbt. Tja, so schnell kann es eben gehen. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 4. Vagilio Mukhametsjanow ist an einem Herzinfarkt gestorben. Hört sich erstmal gar nicht so seltsam an. Das Verrückte allerdings ist, dass sie diesen erst bekam, als sie auf ihrer eigenen Beerdigung aufwachte. Sie wurde einige Tage vorher für tot befunden und als sie gerade in den Erdboden kommen sollte, wachte sie auf und hat sich so sehr erschrocken und ist in Panik geraten, dass sie dann eben einen Herzinfarkt bekam. Kurze Zeit später ist sie daran gestorben. Und da sind wir auch schon bei der Top 3. 2015 ist ein Mann namens Andrei Golubow im Alter von 36 Jahren verstorben und zwar an seinen eigenen Fäkalien. Als er eine öffentliche Toilette in Russland benutzte, krachte unter ihm der Boden ein, woraufhin er in die Grube fiel. Das Verrückte ist, dass ein Freund von ihm es sogar mitbekommen hat, er aber meinte, dass er da schon selbst rauskommen wird. Nach geschätzten 12 Stunden ist Andrei dann durch Übermüdung in Ohnmacht gefallen und an den Fäkalien erstickt. Klingt ziemlich scheiße. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 2. Basil Brown hat innerhalb von 10 Tagen ganze 38 Liter Karottensaft getrunken. Klingt gar nicht so schlimm, ist es aber. Das Problem ist, dass er dadurch so viel Vitamin A aufgenommen hat, dass er in den Leber die Vitamine nicht mehr verarbeiten konnte und schließlich schlapp gemacht hat. Na, zum Glück trinke ich keinen Karottensaft. Und auf Platz 1, der fliegende Rasenmäher. Am 9. Dezember 1979 wurde ein Zuschauer von einem fliegenden Rasenmäher umgebracht. Klingt komisch, ist aber echt traurig. Während des Footballspiels hat ein Modellflugverein mit einigen Modellflugzeugen die Show in den Pausen etwas spannender gemacht. Sie waren bekannt für ausgefallene Formen und komische Modellflugzeuge. Als dann das Rasenmähermodell auf einmal nicht mehr zu kontrollieren war, raste es auf 2 Zuschauer zu. Beide erlitten ernstzunehmende Kopfverletzungen. Nur einer der beiden hatte überlebt. Die Verletzungen sahen so schlimm aus, als wenn man mit einer Axt auf ihn eingeschlagen hätte. Also Freunde, immer schön auf die Umgebung achten. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Like freuen und teilt das Video gerne mit euren Freunden. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao.